Ja, hallo Freunde, ich bin mal wieder in Berlin. Und warum? Wieso? Ne? Nach dem Intro. Nee, mittlerweile bin ich in Spandau. Kennt man ja vom Spandau Inferno. Und ich treffe mich jetzt gleich hier mit, na, der Fotografin vom Herfors-Kalender. Da komme ich wieder runter und jo, nee. Alles Weitere seht ihr dann gleich. Mein Piercing hängt schief. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Falls ihr das Video von letztem Jahr noch nicht kennt, ich blende es jetzt mal hier mal kurz ein. Link unten drunter. War lustig. Und morgens die Herfors-Party, heute ist Freitag, deswegen reise ich heute schon an, damit ich ein bisschen länger in Berlin verbringen kann. Und naja, ich gehe zur Kneipe, die heißt M26. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir sehen. Ja, hallo. Die gute Frau, von der ich eben geredet habe, ist natürlich auch wieder da. Ja, kennt ihr sie noch? Kennt ihr sie noch? Wenn nicht, dann habt ihr echt was verpasst. Link unten drunter vom Video von letztem Jahr. Das ist auf jeden Fall die Frage. Und wir sind hier im M26. Und was machen wir hier nochmal? Was machen wir hier nochmal? Wir treffen uns und wir trinken. Ja, aber keiner trinkt Alkohol und keiner hat Spaß. Nein, deine ehemalige Kollegin verabschiedet sich ja. Noch eine Kollegin. Ja, genau das. Was machen wir danach? Tuga haben wir jetzt gestern verraten, wir hatten darüber okay. gesprochen, so wie alt wir sind. Ihr werdet immer auf dem Laufen gehalten. Und morgen ist es wieder soweit. Morgen trinkt auch niemand Alkohol. Und es sind für die Mädels da draußen jede Menge langhaarige, geile Kerle am Start. Ich bin leider nur Zaungast, ich bin nicht wieder im Kalender drin. Ich bin aber im Biking-Kalender drin. Gute Überleitung! Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, Link unten drunter. Ich habe überlegt, ob ich den Tim schicke, aber solltest du doch machen. So, das war's für heute. Ne, wir gehen jetzt Schlafi machen und morgen ist die Herfors-Party. Da müssen wir natürlich fit und ausgeruht sein. Denn wer abends vögelt, kann morgens noch lange nicht fliegen. In diesem Sinne. Guten Morgen. Ja, heute Tag 2 in Berlin. Oh mein Gott, sehe ich fertig aus. Wann sind wir ins Bett? 2 oder so? Und keiner hat gesoffen. Keiner, wie ihr gestern, also wie ihr vorhin gesehen habt, niemand Spaß und so. Wir gehen jetzt die Kalender gleich abholen. Ja. Und dann machen wir noch Fotos. Ne? Machen wir das? Ja, machen wir. Achso. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen Berlin an. Ja. Das ist der Plan. Glaube ich. Und niemand gibt hier Herfors-Party. Genau, und niemand gibt hier Herfors-Party. Ja, ich schlürfe jetzt noch ein bisschen meinen Kaffee und dann viel Spaß. Weiter. Und so. Ne? So, wir sind jetzt fertig mit Shooten und ach, guck mal, wer da kommt. Und ich habe noch ein bisschen was Geiles gefunden. Ist das nicht schön? Eine Mermaid-Latte? Träumchen. Ich denke, hier mal ein paar Bilder eingeblendet. Wenn ich das Video hochgeladen habe, hast du bestimmt ein paar fertig, ne? Vielleicht. Wenn nicht, blende ich einfach dauerhaft das Mermaid Latte ein. Ich finde das schön, wie das so über meinen Kopf So? Ja, viel Spaß noch. Echte Männer trinken was? Einhornlatte. Richtig. Salut. So, ja, wir haben uns jetzt eine Einhornlatte gemacht. Ist übrigens auch blau. Wir haben jetzt Essen bestellt. Und gleich geht's wohin? Zur Herfors-Party. Richtig, deswegen bin ich ja eigentlich offiziell hier. Aber wir haben heute auch schon fleißig Fotos gemacht. Und habt ihr ja vorher gesehen. Ne? Ja. Ja. In diesem Sinne, bis später.
der Tage, ne? Wir sind in der 12 Grad Ether-Loge. Wie letztes Jahr. Falls ihr das Video noch nicht kennt, checkt nochmal unten den Link aus. Und wir releasen heute quasi den Air Force Kalender. Ich bin leider nicht mit drin, aber dafür viele andere sexy Men. Was sagst du sonst dazu? Warum sollte man den Kalender kaufen? Weil er geil ist. Und langhaarig. Und der ist gut. Ja, wir trinken jetzt so einen. Und ich melde mich später nochmal wieder, wenn du so richtig hart getrunken bist. Lieber nicht. So wie letztes Mal. Mal gucken. Bis später. Okay. So, es wird jetzt quasi auswendig. Wir lassen jetzt einfach hier mal die Haare sprechen. Okay, er ist gerade beschäftigt am Ende. Was? Ich habe Haare gehört. Keiner trinkt Alkohol, keiner hat Spaß. Haben wir heute nicht gesagt. Ich habe jetzt recht keinen Spaß. Und you want to say something? What should I say? Hello. Hello. Eu posso falar em português, mas ninguém vai perceber nada. That means what? I can talk in Portuguese, but no one is going to understand anything. So, Freunde, das Video ist leider wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Ich verlasse Berlin jetzt wieder. Mit einem Lachen und einem weinenden Auge, wie immer. Es war wieder sehr spektakulär. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ihr hoffentlich auch beim Ansehen. Ja, gestern wurde ich zu später Stunde noch analysiert, was sehr verstörend war. Aber naja, ich wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß. Kennt das Spiel ja, ne? Daumen, Abo und danke fürs Einschalten. In diesem Sinne, tschüss, ne?